es sehr viele Veranstaltungen und Ausstellungen gegeben zu 100 Jahren Beginn des Weltkrieges für die Tiroler hier in ihrer eigenen Heimat. Besonders die Schützen haben in sehr eindrucksvoller Weise dargelegt und vorgeführt, welche Opfer unsere Vorfahren, unsere Großväter gebracht haben. Und ich bin überzeugt, dass es sehr viele mit Schmerz, aber auch mit Zorn erfüllt hat, wenn sie daran dachten, dass all diese Opfer nicht haben verhindern können, dass unsere Heimat Tirol geteilt worden ist. Aber ich bin sicher nicht die Einzige gewesen, die es dann auch mit Schmerz und einem gewissen Zorn erfüllt hat, wenn sie daran denken, dass Italien es gelungen ist, vor allen Dingen in den letzten Jahren, sehr viele von unseren Leuten einzulullen, sie in Sicherheit zu wiegen, vor allen Dingen aber sie zu Erfüllungsgehilfen für die Altoatesinisierung zu gewinnen. Und besonders peinlich wird es dann, wenn kulturbewusste Italiener von Südtiroler sprechen und unsere Leute dann sofort mit der Richtigstellung Alto Adige kommen. In allen Bereichen und vor allen Dingen auch bei den Ortsnamen. Ich kann nicht verstehen, dass Leute mit Kulturbewusstsein diese Fälschungen gebrauchen. Ich möchte euch alle ersuchen, eben um diese Unverschämtheit nachzuvollziehen, mit offenen Augen durch unser Land zu fahren. Um es statt ums, Mora statt Möre. Das ist eine ungeheuerliche Beleidigung. Und unseren Leuten fällt es nicht mehr auf. Und es tritt das ein, was Ettore Tolomei von vornherein gesagt hat. Es wird dann in das gesamte Kulturgut übergehen. Etwas anderes. Das Kumpeldenken vieler maßgeblicher Südtiroler Politiker erspart es mittlerweile dem Staat Italien, Imperialismus selbst zu betreiben. Wir haben bisher immer vom italienischen Sprachimperialismus gesprochen. Das gibt es noch. Hat jemand von euch jemals ein einziges deutsches Wort aus dem Mund der Regierungskommissarin gehört? Ich nicht. Vielleicht höre ich nicht mehr alles. Ich habe sie noch nie sagen hören, guten Morgen oder guten Tag. Das ist Sprachimperialismus. Was aber jetzt noch gefährlicher wird, denn der italienische Sprachimperialismus, der ist klar erkennbar. Aber der Mehrsprachigkeitsimperialismus, der kommt auf Samtpfoten daher und viele merken es nicht. Vor allen Dingen die Entscheidungsträger in der Kulturpolitik. Entweder bemerken sie es nicht oder sie haben nicht mehr das Gespür dafür. Das Schlimmste bis jetzt ist der Beschluss der Landesregierung, der vor wenigen Tagen gefasst worden ist. Wo es ganz klar geht um die Mehrsprachigkeit, die Förderung der Mehrsprachigkeit in der deutschen Schule. Ich schicke voraus, dass wohl niemand etwas dagegen hat, dass so viele als möglich so gute Sprachkenntnisse als möglich hat. Dass jeder, jede in Südtirol die Möglichkeit hat.
Was hier aber betrieben wird, ist eben Mehrsprachigkeitsimperialismus. In diesem Beschluss heißt es wörtlich: Die deutsche Schule in Südtirol stellt sich bewusst der Herausforderung, die Förderung der Mehrsprachigkeit bei allen Bürgerinnen und Bürgern als eines ihrer vorrangigen Ziele zu setzen. Des Weiteren, die deutsche Schule in Südtirol ist sich aber bewusst, dass die deutsche Sprache, insbesondere das Hochdeutsche, für die Südtiroler von besonderer Bedeutung ist. Also nicht vorrangiges Ziel. Die Sprache einer Minderheit, die Sprache in einer Sprachgrenzregion, hat immer eine kulturelle Bedeutung, ist aber nicht vorrangiges Ziel also. Die Herausforderung besteht darin, am Rande eines Sprachraumes nicht die Grenze in den Vordergrund zu rücken, sondern die Brücke zu betonen und die Wege der Kommunikation und Kooperation zu öffnen. Man muss nachdenken und verstehen, was damit vermittelt wird, als sei das Ganze das Positivste, Natürlichste der Welt. Man spricht von einer Sprachgrenzregion, als wäre dieses Land Südtirol von jeher flächendeckend ein italienisches Siedlungsgebiet auch gewesen, also nicht nur ein deutsch-ladinisches, sondern auch ein italienisches Sprachgebiet gewesen. Und das ist die Gefahr. Dieser Beschluss der Landesregierung steht in Zusammenhang mit dem Sachfachunterricht, der bisher ausschließlich in den vierten und fünften Klassen der Oberschule durchgeführt wurde, als Projekt sozusagen. Es wird jetzt ausgedehnt auf die zweite und dritte Klasse, die Möglichkeit haben sollen, eben diesen Sachfachunterricht in einer anderen Sprache zu haben. Das bedeutet, bisher ist die Rede von zwei Fächern, das bedeutet beispielsweise, dass Geschichte und Geografie, auch Turnen, auch Musikerziehung in einer anderen Sprache stattfindet. Das wird jetzt ausgedehnt auf die zweite und dritte Klasse der Oberschule. In der Unterstufe wird die Mehrsprachigkeit sowieso auch schon seit längerem gefördert. Das bedeutet also ein Fach. Und hier ist bisher noch die Rede von 50% des jährlichen Gesamtstundenkontingents des entsprechenden Fachs. Es wird nicht dabei bleiben. Es wird dann so kommen wie in Aosta, wo die Eltern selber sagen, die Kinder, unsere Schüler, unsere Jungen können immer noch nicht genügend Italienisch oder Englisch. Das muss ausgedehnt werden. Es werden immer weitere Fächer dazukommen. Und das sagen dann schon die Einflüsterer vom PD oder von wem immer. Das führt bis zum Schluss zur gemischten Schule. Die Italiener praktizieren so etwas ja schon seit längerem und eine ehemalige Landesrätin italienischer Muttersprache hat auf die Frage, was das in den italienischen Schulen gebracht habe, gesagt, ja immerhin, es ist so, dass nach der Matura jeder das Verständnis in der anderen Sprache hat. Nicht mehr. Es ist ein Unterschied, ob solche Experimente in der italienischen Schule durchgeführt werden oder in der deutschen Schule. Denn die italienische Sprache ist niemals in Gefahr im italienischen Staatsgebiet. Und wenn es darauf ankommt, dann werden die Vertreter dieses Staates gleichgültig in welchem Bereich
immer zuerst die Interessen des Staates waren und nicht die Bedürfnisse der Tiroler südlich des Brenners. Ich möchte aber nicht mit den Warnungen schließen. Ich möchte euch ersuchen, selbstbewusst diesen Verdrehungen, auch Begriffsverwirrungen entgegenzutreten, genau hinzuschauen, was eure Kinder und Enkel in der Schule lernen, mitzuhelfen, dass die deutsche Sprache nicht unter die Räder gerät. Wir sollten uns ein Beispiel an den Katalanen nehmen, die nach der Franco-Diktatur als erstes damit begonnen haben, ihr Sprach- und Kulturbewusstsein zu festigen, die in ihrer unglaublichen Art, in ihrer positiven Art, dieses ihr Kulturbewusstsein und Sprachbewusstsein vorantragen, so dass die Zuwanderer in Katalonien das Katalanische lernen, die katalanische Unabhängigkeitsbewegung unterstützen und nicht den spanischen Zentralismus. Da müssen wir zusammenhelfen. Und wir sollten uns die Argumente derjenigen, die auf Samtpfoten daherkommen, mit Imperialismus verschiedener Art und Weise entgegentreten. Eines der Schlagworte ist, wir Patrioten, wir teilten, die spalteten die Gesellschaft. Das Gegenargument, das ist ein großer Irrtum. Wir sind Demokraten. Wenn schon, dann ist die Demokratie die Spalterin der Gesellschaft. Demokratie heißt ja für und wider. Und genau das schon spaltet die Gesellschaft. Also das ist wieder einmal ein Versuch, uns immer in die Defensive zu drücken. Uns immer als diejenigen hinzustellen, die keine moderne Entwicklung wollen. Das stimmt nicht. Wir haben gesagt, so viel Sprachen so gut als möglich, aber nicht als Zwang für alle. Und genauso müssen wir genau hinhören, wenn es um die deutsche Sprache im öffentlichen Dienst geht. Denn auch da gibt es diesen Sprachimperialismus. Als Abschluss unseren unvergessenen Hans Stieler zitierend und bitte als Auftrag: Augeben, dir mir leid die Post.